Moin Moin Servus und willkommen zurück bei einer weiteren Episode von Streets of Rogue mit mir, dem Muta und dem lieben Comanche. Ja, wie immer, hallo. Ja, in der letzten Folge sind wir durch den Park geschlendert, haben Minen gefunden, fleischfressende Pflanzen und sogar Kannibalen, die uns essen wollten. Die waren sehr nervig. Oh ja. Aber wir haben uns echt gut geschlagen, denke ich. Ja. Und haben auch alle Missionen erfolgreich bestanden? Naja, nicht alle. Ja gut, das eine war Kollateralschaden. Das war einfach Kollateralschaden. Er hätte einfach weg von der Tür sollen, so wie es ihm gesagt hatte. Aber er hat halt nicht gehört. Naja, passiert, passiert. Eben. Ne, und jetzt sind wir in der Innenstadt angekommen. Ich sehe da schon was, das ich unbedingt drücken will. Den Alarmknopf. Den Alarmknopf, ja. Ich hack den mal. Mach das. So, und dann, wir müssen zwei Leute wieder... Wir müssen eigentlich nur Leute killen dieses Mal in der Innenstadt. Ich hab einen bewaffneten Superpolizisten. Wie cool. Ey. Er ist weg. Der fand ich dann doch nicht so... Da ist er wieder. Ich kann ihn immer kurz holen. Cool. Hack hier mal den Münzautomaten. Gerade dabei. Hab sie erhöht. Was erhöht die Chance? Ja. Ich hab verloren. Ich hab gewonnen. Ich hab verloren. Ich hab gewonnen. Eine Polizistenkiste. Erstmal hacken. Vielleicht kommt er ja da raus. Ein Schacht? Ich kann mich im Schacht leider nicht verstecken. Aber holy, sind hier viele Cops. Oh ja. Und wie viele Alarmknöpfe und Polizeikisten. Was ist, wenn ich hier drauf drücke? Kann ich nicht. Bitte, ah, okay. Nur autorisierte Bürger. Lass mich mal was probieren erstmal. Runter von den Schienen. Na komm, hack den Fernseher. Das ist keiner im Raum. Ja, der ist rausgegangen, weil ich gehackt habe. Der kommt gleich wieder. Oh! Oh! Alter, was haben die für eine fette Rüstung? Das sind Superpolizisten. Komm zu meinem Hacker-Knopf hier. Holy! Ich habe ein paar Superpolizisten geholt, aber guck dir mal an, wie die hier rausgekommen sind. Aua! Okay. Läuft. So, erstmal ohne Mampf kein Kampf und so. Du hast abgebrochen. Ja. Ja, der hat mich gesehen. Raus hier? Fick dich! Raus hier. Das war knapp. Eine Wache, eine zweite Wache. Privilegierte Oberschicht. Arbeiter, Arzt. Okay. Was machst du da? Den Ach, Gegenstand einstecken. Level up. Ich kill und du kriegst den Level up. Auch geil. Oh Mann. Lass mal kurz ein bisschen was snacken. So. Oh, oh, super Polizist. Meine Maschine. Nee, kannst du nicht nehmen. Nimm ruhig. Ich hab eine. Willst du sie?
Sie hat halt nur 19 Munition. Nee, ich hab ja auch eine. Oh, okay, dann verwerte ich sie. Den Stein mal verwerten, den Baseballschläger. Okay. Oh shit, oh shit. Oh, hier ist Party. Warum tanzt der Arbeiter mit einer Axt? Hast du Probleme? Ich bin down. Ich habe sehr große Probleme gehabt. So, ich belebe dich mit Kohle wieder. Das hat 70 Geld gekostet. Ja, wir haben ja genug Geld. Ich habe doch 170. So, erstmal wieder das Inventar sortieren. Bist du bereit? Nee, noch nicht ganz. Dann ist gut, ich habe nämlich jetzt eine Granate geworfen. Ich hack erstmal die ganzen Polizeikisten. Dann stören die schon mal nicht mehr. Lief doch super. Ja. Ich hole mir hier mal die Mission. Oh, ich habe Whisky. Macht alles erträglicher. Den wollte ich jetzt auch. Sehr geil, sehr geil. So, da Ladenbesitzer. Da oben bist du. Hier gibt's auch Munition. Okay, hast du die schon gehackt? Gerade eben. Sehr gut. Ich brauche nämlich neu. Ich auch. Ich hole mal so lange die Mission. 5 Chicken Nuggets, ja, nehmen wir. Ich hab... Nein! Ich sagte doch, ich habe... ich hab schon ein Maschinengewehr, ja? Dann habe ich ein Maschinengewehr, verwerten. Wie kannst du eigentlich 2 haben? Ich dachte, man bekommt immer nur die Muni. Ja, das habe ich verplant. Ach so, okay. Das wollte ich ja gerade erzählen. Ja. Nicht so gut, ne? Ja gut, nehme ich jetzt halt hier meinen Laubbläser oder meinen Geistersprenger oder meinen Flammenwerfer. Wir müssen hier was zerstören und einstecken. Hast du noch Granaten? Eine. Ciao. Wieso machst du es gerade da, wenn ich vorbei renne? Oh, zum Glück hat es nur 10 Schaden gemacht. Hat doch super funktioniert. Ich weiß gar nicht, was du willst. So wie immer bei uns, wa? Eine Mafia-Familie lief gerade an mir vorbei und ich dachte so, fuck, die greifen mich jetzt an, weil ich gerade am Verwerten war. Der fucking Dieb hat mir mein Sandwich geklaut. Bleib stehen, du Arsch. Der kam aus so einem Gullideckel raus und hat mir mein Sandwich geklaut. Wie gut. Oh. Ach, da ist die Mafia-Familie. Jo. Am Verkaufomat kannst du deine Sachen verkaufen. Klingt logisch. Klingt echt logisch. Ja. Oh.
So, Ich aber könnte hier was ausprobieren. Aber das hört sich nicht so toll ich an. könnte mir ein neues Maschinengewehr kaufen. Ach komm, mach ich. Was soll der Geiz? Ich brauch's ja. Komm mal her, ich will Die dich opfern. Sekunde. Mich opfern? Menschlichen Körper opfern. Nein, bitte nicht. Doch, doch, komm. Komm zum Altar. Opfer doch irgendwie einen Dingenskirchen. Ja, aber hier sind zu viele Wachen. Ich will wissen, was passiert. Wie ist der eine gerade gestorben? Keine Ahnung. Egal. Probiert wir mal, was passiert. Ah. Was? Das Opfer muss hier drin sein. Das heißt, wir töten hier alle und dann opfer ich die. Komm rein. Warte, warte. So. Ich nehme den oben. Ich den hier unten. Okay, 3, 2, 1, tot. Nichts passiert. Menschlichen Körper opfern. Soll ich's oder? Nee, komm, ich lass dich machen. War deine Idee. Okay, danke. Ist doch in diesem Gebäude. Ja. Nee, will er nicht. Schade. Sehr enttäuschend. So, Servus. Niemand hat's gesehen. Was muss man eigentlich bei dem Ladeninhaber für eine Mission? Haben wir schon. Das war die eine Kiste da. Die muss man nur abgeben noch. Gib mir dein Geld herüber. Wärst du so. Die Mafia ist hinter mir her! Unten ein Dieb! Wie gut. Ich bin weg! Du bist alleine. Das war jetzt echt zu Okay. viel. Das war jetzt echt so viel, dass ich abhauen musste. Es waren irgendwie drei Mafia-Familien hinter mir her, die wollten meine Kohle. Und ein Dieb. Okay. Ich guck dir jetzt mal ganz gechillt zu. Na, du wolltest wegen der Truhe da rein. Ja. Was war in der Truhe drin? Gold. Wow. Heftig, gell? So, jetzt noch die Chicken Nuggets holen. Die Frage ist, kriege ich die eigentlich auch? Ich Oder... habe keine Ahnung. Sehen wir ja gleich. Ja, eben. Weil, es stand da irgendwie nichts dafür da. Abschließen. Ach, and everyone. Okay. Also, ich habe sie dann auch bekommen. Perfekt. Sehr Für den schön. nächsten Run sind wir dann wieder ein bisschen stärker. Oh ja. Aus diesem Schacht kam übrigens der Dieb einfach rausgesprungen. Ja, wie bei mir, bei dem anderen ja auch. Oh, ich darf leveln. Nice. Ich noch nicht ganz. Ich habe erst 12.955 von 15.000. Keine Kämpfe unter. Wow, erst jetzt? Ist ja Yep. heftig. Also das gilt auch für die NPCs, die ich anheuere. Nice. Das ist cool. So, 4-2. Das geht's. Wieder eine Mission. Und einstecken, zweimal und einmal neutralisieren. Okay. Einen Dieb töten, einen Tresor knacken und den Komiker neutralisieren. Ich will den Komiker killen. Ja, Der ist okay, best. ich höre erstmal die Mission. Mach das. Wo, der Komiker war das Pinke. Okay. Ich meide jetzt gerade mal ein bisschen so die Mafia-Familien. Ein Retten für 5. Ja, mache ich. Ja, das ist. Recht easy. Wir brauchen den Schlüssel, das ist das Problem. Ja, Leute killen einfach.
Was habe ich da bekommen? Stimmungsring. Den kannst du verkaufen oder ich kann ihn verwerten. Ja. Gibt's irgendwo einen Verkäufer hier? Was? Nee. Verbrechen ignorieren im Abschnitt. Man kann Polizisten bestechen. Ja. Aber ist ziemlich teuer, muss ich zugeben. Komm mal kurz her. Was hast du vor? Ich will dir ein paar Sachen geben. Mein Inventar ist voll. Okay. Das da? Könntest du binden. Nein, Moment. Das kriegst du noch. Das hier. So. 1, 2, 3, 4, 5. Gib nochmal 5 Essen. Sehr cool. 3, 4. Ich habe jetzt 14 mal Mampf. Das ist cool. Ja, eigentlich kein Computer? Nee. Okay. Finden den Komiker irgendwie lustig, die Leute. Aber das sagt nur derp, 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 derp. Derp, der derpity, derp. Hast du einen Glasschneider? Nein, habe ich nicht. Okay, dann brauchen wir hier ein bisschen Party. Wenn du herkommst, dann probiere ich mal was. Ja, ich komm. Ich komm. Okay. Hi. Dann nehme ich das mal ein. Mal schauen, was passiert. Wow. Wow. Nein, wieso geht gerade das leer, wenn ich mich mit der Polizei anlege? Ich weiß es nicht. Okay, hab ein bisschen Party gemacht. Hast du den weggetan? Ach, zum Auftraggeber. Ich bin falsch gelaufen. Ja. Kinders immer lesen. Ganz ehrlich, Lesen hat so viel Vorteile. Da spart man sich so ein paar Wege. Oder wie Hasi sagen würde, ein paar Vor- und Zurück. Oh ja. Wir haben besseres Vor- und Zurück, ich kann mich noch erinnern. Nein, du fucking Dieb. Wir... Hau ab! Hau ab! So. Hab abgegeben. Okay, ich habe einen Dieb getötet. Sehr gut. Nein, das ist meine Banane! Wieso auf mich, ihr Polizisten? Oh shit, oh shit, oh shit. Ich habe ein Problem. Ich habe ein hartes Problem. Was hast du gemacht? Ich habe den Dieb und die Mafia. Ich hab 5 HP, hier ist heftig Sparty. Ich hab mich wegteleportiert. Nein, nicht hierher teleportiert. Okay, ich brauche Nahrung. Ich hab ein kleines Blutbad angestellt hier. 10 Polizisten haben sich mit der ganzen Mafia angelegt. Hier liegt ein Burger. Oh, so heftig. Ist das dein Zeugs hier? Nein, ich bin nicht gestorben. Ah, okay, dann hast du jetzt halt Kohle. Ich verwerte mal ganz kurz. Oh Gott, sind viele Leute dran gestorben. Oh Gott! Da drüben auch noch, oder wie? Ja! Überall! Wow, ich brauche auch ein bisschen Geld. Ja, so. Komm, hier links ist auch noch Kohle. Da fuck! Ich sag ja, hier war Party. Ich bin reingefallen. Ich bin da reingefallen und gestorben.
Nein, ich auch! Oh, oh. Man sieht es hier halt echt gar nicht. Okay, komm mal runter, mich wiederbeleben, bitte. Du hast ein Bigfoot-Hologramm? Ja, mit Geld bitte, dann kannst du die ganze Nahrung nehmen. Ich nehme die ganzen Spritzen erstmal. Ich nehme erstmal alles, dann habe ich meine Waffen wieder. So. Hier, das kannst du haben. Warte mal. Das weg. Die Pistole packe ich mal weg. Oh, so heftig. Gerade ist wirklich alles ausgebrochen. Den Burger mit Speck hättest du essen können, wenn du brauchst. Du hast mich doch wiederbelebt mit voller Gesundheit. Okay. Dann behalte ich den jetzt mal. Ja, oh, so heftig. Da ist noch mehr Geld. Da sind noch Tote. Das sind überall Tote. Also ich habe jetzt noch 134 an Kohle. Ich habe 261. Wieder. Ein Dieb! Ich kann den Dieb nicht töten, solange Polizei da ist. Das deswegen bin ich ja auch abgehauen. So. Hab einen Dietrich. Nice. Und ein Geld. Hast du noch eine Granate? Lass mich nachgucken. Ich hätte eine Zeitbombe. Aber die wird alles hier platt machen. Dann setz es hier ungefähr hin. Irgendwo da. Nee, aber wenn ich den Kühlschrank hack, dann sollte es auch einen Eingang machen. So, einfach geradeaus laufen. Ja, jetzt muss ich hier halt, Da rechts kannst du doch auch rein, oder? Ja, aber ich muss dann den Barkeeper töten noch. Gleich. Achso, erstmal kaufe ich mir Muni. Moment. Stimmt. Sehr gute Idee. War verdammt teuer, aber braucht man. 6 hat's bei mir gekostet. Dann warte kurz. Vielleicht hört ja der Barkeeper das, wenn ich erstmal hier hack. Okay, Moment. Ich habe einen Plan. You got a plan? Yes. Nice. Au! Ach, der Laubbläser bläst nur Laub. Macht Sinn. Au! Warum stehst du mit einer Flinte? Oh Gott, du hast die Polizei alarmiert. Weg hier. Run. Ja, okay. Alles wieder safe, oder? Hier ist auch noch eine Truhe, die können wir uns snaggern. Ich muss tatsächlich jetzt gerade mal snaggern. Ja, ich auch. 10 HP. So. So. Und alles easy, ne? Und auch nur, weil ich nicht schießen wollte. Der Arzt ist ein Loyaler? Der heilt dich dann. Oh, cool. Aber mit Geld. Also ich hab das Zeug. Nice. Darf man hier rein? Komm, Zünder platzieren, was soll der Geiz? Okay. Mal schauen, ob ich eine Sneaky-Mission schaffe. Der Zünder war so krass, dass er die Truhe mit zerstört hat. Oh, jo.
Ja, die Zünder sind krass. Hätte ich nicht. Ich brauch. Warte mal, ich brauch dich nicht. Ich kann ja selber hacken. Hab ja noch ein Hacking-Kit. So. Ja, ich habe wieder ein 100%. Ah, ne, nicht 100%. Aber einen relativ hohen. So, hab wieder ein bisschen Geld gemacht. Nice. Mit Glücksspiel. Au. Ich brauch dich hier. Okay, Moment. Oder auch nicht. Wo bist du? Dann da hinten. Und gleich. Doch, ich brauch dich. Die Tür ist nämlich wieder zu! Mann! Oh shit. Au. Au. Okay, ich bin da. Easy. Hier ist doch irgendwo. Der Dieb haut ab mit dem Gegenstand. Okay. Du kannst den Tresor knacken. Hier ist der Arzt, ich will mich heilen, aber ich komme nicht an den ran, weil der rumbackt. Das ist doof. 36 Geld war drinne. Nett. Ich habe Ist hier noch Grafikbugs. irgendwas? Ich sehe, ja, da bin ich durch die Falle schon drüber. Und ich Okay. habe Grafikbugs leider. Ich Wieso? sehe nicht alle Gegenstände. Du hast jetzt was aufgenommen. Ich habe auch gesehen, dass du das aufgenommen hast. Aber es stand nicht da, Okay. beziehungsweise ist für mich nicht ersichtlich gewesen, was es war. Kannst du kurz kommen? Ja? Hast du noch die Items, wo du die Spritzen? Ah nee, die habe ich. Okay. Ja, Was? ich brauche Heilung. Deswegen nehme das hier, das hier, das hier, das hier von mir aus auch. Ich kann auch gerade nichts aufnehmen. Oh, das ist doch gemein. Ich kann nichts aufnehmen. Hier liegt für mich nichts. Warte. Okay, ich habe es nochmal aufgenommen. Probier es vielleicht jetzt nochmal. Moment. Liegt das hier? Nein, Direkt vor mir? es liegt tatsächlich nichts da. Okay, vergiss es dann. Doof. Na gut, dann lass aber. Warte mal, ich habe noch 4 Mampf. Ich hab's fallen lassen. Danke. Gut, du siehst es. Ja, bei mir ist alles normal. Komisch, komisch. Okay, den Komiker. Wie macht man denn am besten? So. Okay. Das Geld lässt du liegen. Ich sehe es nicht. Und ich drück hier auch eh die ganze Zeit. Okay. Schade. Ich glaube, einzelne Töte ihn. Ja, gute Idee. So, jetzt hauen sie. Ich Was ist wollte meinen das Satz für. endlich zu Ende bringen, deswegen. Ja? Einzelne Levelabschnitte kann man auch nachher vom Hauptmenü aus starten. Das heißt, wir können eigentlich nachdem, glaube ich, das Spiel kurz neu starten. Das wäre perfekt. So, Aufzug. Vier, drei. Ich glaube, 4-3 kann ich einfach so starten dann. Hoffentlich, wahrscheinlich, Ach, machen wir möglicherweise. das fertig, machen wir es fertig. Okay. Hebst du halt auf oder ich drop dir dann mal den Essensverwerter und so. Warte kurz. Was? Strahlen? Periodische Strahlungswellen geht hinein. Wo ist der Eingang? Hier, hier, Scheiße! hier, hier. Wo? Ich Oh. bin in der Toilette. Fick dich, ich auch. Lass die Tür Was? zu!
Was willst du? Oh. Oh Gott, das ist alle 20 Sekunden. Und wie es aussieht, ein Insta-Kill. Okay. Einstecken von. Ja, ich nehme mal die Mission an. Ja. Achtung, 3, 2, 1. Ah, die Türen können zu offen bleiben. Okay, das ist schon mal schön. Hier ist eine Skatinghalle, wie cool. Komm mal zu mir. Ich bin gerade am Hacken und hier Schalter bestätigen. Ich komm gleich. Es sind zwei Wachen hier. Und ein Clerk. Way. Ich habe gerade zu viel Spaß damit. Ja, ich arbeite hier. Einer muss ja die Brötchen verdienen. Ich arbeite auch. Ich seh's. Da geht's ganz schön ab draußen. Leute da immer sterben. Jetzt sehe ich auch wieder die Items, wenn. Jedenfalls, wenn ich jemanden töte. Okay. Wieder rein. Beim Ladeninhaber ist noch hier eine Truhe. Ja, ja. Hui. Oh Gott, wird man da hier schnell auf der Eisfläche. Ist voll geil, gell? Hui. Ah, so schön. Okay. Vier Back Gold war nur drin. Aber es ist gut zu wissen. Aber wie soll man in 20 Sekunden nach oben rechts kommen? Oh shit. Okay. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Na, ich gehe in die Kirche. Hi. Ich habe schon wieder volles Inventar. Dann komm mal zu mir. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ach, da oben rechts, oben rechts. Ja, muss ich nachher kommen. Ich habe noch 4 Schuss. Ich traue mich irgendwie nicht weit immer zu gehen. Kenne ich. Okay. Ich gehe dahin. Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Wo ist ja. Das ist aber echt richtig gemein. Oh ja. Habe ich noch Mampf? Nein, ich habe keinen Mampf. Doch. Da. Tötungsmunitionierer als Belohnung für das Töten von Leuten erhält eine zufällig ausgewählte deiner Waffenmunition. Oh shit. Hi. Okay, hi. Hier ist ein Schlüssel. Ja, den habe ich fallen lassen, das ist von der Eishalle. Warte kurz. Wieso tust du den nicht verwerten? Weil es nicht geht. Ach so. Jetzt sehe ich die Items wieder. Okay, dann verwerte mal bitte das hier auch noch. Ja, Feuerzeug. So. All das bitte verwerten. Brauchst du auch Futter? Ein bisschen noch, ja. Warte. Kannst du alles behalten. Danke. So, kann ich da drüben was von hier aus hacken? Die Jukebox. So. Also die Mission ist echt ein bisschen gemein. Ein Barkeeper. Kannst du den Munitionsverteiler bitte hacken? Hab ich. Gut, weil dann... Jetzt hacke ich noch den Kühlschrank. Mach das. So, ich habe meine Waffe jetzt. I need assistant.
Danke. Meine Gute Kohle? Assistant. Ja, deine Kohle. So. Oh, Nahrung. Perfekt. So, dann jetzt würde ich sagen zum Ladeninhaber gleich. Ja. Okay, man muss einfach nur in einem Gebäude stehen. Das ist sehr gut. Ich warte hier kurz in der Kirche. Ja, die Folge ist ein bisschen doof jetzt gerade, so... Ein bisschen taktischer. Ja, durch dieses Zeitlimit kannst... Perfekt. Okay, erst hoch. Ich glaube, ich komme zu dir und mache da erstmal Pause. Ja, ich mache hier in diesem kleinen Laden nochmal kurz Pause. Das hätte es auch hier rüber noch geschafft. Ja, das macht immer viel. Ja, schon. Go, so. Go, go. Nein! Drin. Okay. Oh. Okay, Widerstand. Ich gehe jetzt erstmal in den Mülleimer. Da war nur Geld kurz. Drin. Ah, das ist der Sklaventreiber. Und sonst nichts Wichtiges. Okay. Okay, gibt's hier... Es gibt einen Türsteher hier. Und die Axt beim Arbeiter macht auch gut Schaden. Okay. Aber der rennt weg. Der rennt weg. Hab ich irgendwas... ein bisschen Stärke, Unbesiegbarkeit könnte ich machen. Dann gehst du auf den Türsteher am besten. Oder einfach ein Hologramm, ein Bigfoot-Hologramm. Ach komm. Ja, ich benutze das Hologramm und dann machen wir die weg. Ja. Bereit? Ja. Dann los. Easy. Ja, würde ich auch sagen. So, ich will jetzt noch kurz gucken, ob hier irgendwas Besonderes ist. Ich habe den Übersetzer auch mal zerschrotet. Ja. Go, go, go. What? Glückwunsch, du hast alle Abschnitte abgeschlossen, die es momentan im Spiel gibt. Weitere Abschnitte werden über das Early Access hinzugefügt. Oh, tut mir leid, dass du explodiert bist. Wenn du nach diesem Punkt weiterspielen möchtest, schau dir den Endlos Mutator zurück an der Heimatbasis an. Ich dachte gerade, wir haben versagt. Ich habe mich gewundert, weil ich bin an einen Mülleimer gegangen und bin dann explodiert. Ich bin halt in den Endpunkt reingegangen und bin explodiert. Ja, herrlich. Sehr cool, sehr cool. Spielfigur. Ja, Rückkehr nach Hause. Oh, so gut. Aber wir haben das Spiel durchgespielt. Ja, hey. Sehr cool. Und ich komme nicht ins Hauptmenü. Ah, jetzt wird. Gut. Sehr geil, sehr geil. Also... Dafür, dass es Early Access ist, macht das echt schon richtig viel Spaß. Oh ja, ist genial. Also ich bin mal dann gespannt, wie es dann weitergeht. Und ja, wenn es weitergeht, werden wir hier wohl, denke ich mal, weitermachen auch an der Stelle. Wenn es weitergeht, machen wir weiter, genau. Auf jeden Fall war es richtig cool. Und oh ja. Ja, danke, dass du mitgemacht hast, auf jeden Fall mal. Oh, gerne. Das Spiel war genial. Oh ja, Mann. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.